Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir üben weiter den Imperativ. Nun den Imperativ von einigen starken Verben, die ihren Stammvokal von E auf I oder IE ändern. Ja? Wir üben mit den Verben empfehlen, essen, helfen, nehmen, sich bewerben, sprechen, treffen und werfen. Ich werde wieder mit Olga üben. Hallo. Hallo, Olga. So, wir üben den Imperativ. Mhm. Olga, soll ich dir ein gutes Hotel empfehlen? Ja, empfehl mir bitte eines gutes Hotel. Ein gutes Hotel? Ein gutes Hotel. Empfehl mir bitte eines. Ja? Soll ich dieses Gammelfleisch essen? Nein, iss es bitte nicht. Iss es nicht, ja. Das ist schlechtes Fleisch, ja. Olga, kann ich dir helfen? Ja, hilf mir bitte. Ja, hilf mir bitte, natürlich helfe ich dir. Soll ich eine Plastiktüte nehmen? Nein, nimm keine. Nimm keine, ja. Nimm keine Plastiktüte. Die Tasche. Die Einkaufstasche. Soll ich mich um diese Stelle bewerben? Ja, wirb dich. Soll ich mich um diese Stelle bewerben? Ja, bewirb dich um diese. Bewerb dich um diese Stelle, ja. Das ist eine gute Stelle, ein guter Arbeitsplatz, ein sicherer Arbeitsplatz und interessant. Soll ich langsamer sprechen? Soll ich langsamer sprechen? Ja, sprich bitte langsamer. Ja, sprich bitte langsamer. Die Frage war, soll ich langsamer sprechen? Soll ich mich mit Hans treffen? Ja, triff bitte mit ihm. Triff dich bitte mit ihm. Triff dich mit ihm. Triff dich mit ihm, ja? Soll ich mich mit Hans treffen? Ja, triff dich mit ihm. Triff dich mit ihm. Darf ich mal werfen? Ja, wirf mal. Wirf du mal? Wirf du mal. Ja, das ist werfen. Ja, gut. Danke. Tschüss.